Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zu dem Spezialthema YouTube. Wie ihr sicherlich wisst, kann man als YouTuber mit den unterschiedlichsten Dingen Geld verdienen. Das Problem aber, was viele YouTuber haben, ist, sie wissen nicht, wie genau sie das anstellen sollen. Viele monetarisieren ihre YouTube-Inhalte einfach einseitig mit dem YouTube-Partnerprogramm. Kleinere YouTuber sogar gar nicht, weil sie es nicht können und die Abozahl bzw. Watchtime nicht erreichen, um die Monetarisierung für ein Video freizuschalten. Ja, und dann gibt es noch die Leute, die mit Affiliate-Marketing etwas am Hut haben, also Amazon-Links in die Beschreibung packen, einfach in der Hoffnung, dass wenn jemand klickt, auch daraufhin bei Amazon was kauft. Und dann gibt es noch YouTuber, die Merchandise, Online-Shops oder irgendwas anderes verkaufen. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn ihr einfach mal durch die Videovorschläge von solchen Themen durchschaut, dass einem doch recht schnell auffällt, dass es immer wieder dasselbe ist. Man sollte sich am besten immer diesen drei zuletzt genannten Themen widmen, damit man auf YouTube seine Inhalte monetarisiert. Dass diese Methoden für die meisten YouTuber aber gar nicht zutreffen, das verschweigen die meisten. Daher zeige ich euch jetzt eine Monetarisierungsmethode, die für eine bestimmte Art von YouTubern extrem profitabel ist. Und das Ganze beschreibe ich als die Traffic-Monetarisierung von Linkvertise. Kurz gefasst geht es darum, dass viele YouTuber in ihrer Videobeschreibung meistens Links zu anderen Webseiten haben. Sie stellen zum Beispiel etwas vor, geben Tutorials oder verlinken einen Download. Viele YouTuber verlinken in ihrer Videobeschreibung zahllose Inhalte, aber merken gar nicht, was für ein Potenzial eigentlich dahinter steckt. Diese Links, diesen Traffic kann man nämlich mit linkvertise.net monetarisieren. Und das wirklich gut. So etwas macht zum Beispiel auch für kleinere YouTuber Sinn, die sich ein Einkommen damit aufbauen wollen. In der Praxis sieht das dann ungefähr folgendermaßen aus. Ein YouTuber stellt zum Beispiel ein animiertes Wallpaper für deren Fans zum Download. Dann geht er zu der Website linkvertise.net, wandelt diesen Download-Link um und packt den dann in die Videobeschreibung. Wenn nun ein Nutzer klickt, sieht er erst für eine gewisse Zeit Werbung, bevor er zur richtigen Seite weitergeleitet wird. Und man kann damit teilweise 10, 14, 18 Euro für 1000 Klicks bekommen. Verglichen mit der normalen YouTube-Monetarisierung, bei der man so 1, 2 Euro für 1000 Klicks bekommt, ist das immens. Viele YouTuber wenden dieses Prinzip aber nicht an. In Bereichen, in denen es zum Beispiel um Downloads geht, kann die Einbindung von Linkvertise-Links sehr profitabel sein. Ein konkretes Beispiel dazu: Hier sehen wir einen Nutzer, der Wallpapers zum Download anbietet. Etwas ganz Simples, aber diese Links sind mit Linkvertise monetarisiert. Dieser Nutzer macht zum Beispiel vierstellige Umsätze mit unserem Dienst. Tendenz steigend. So kann man also auch Inhalte zusätzlich monetarisieren und sich dadurch ein passives Einkommen sichern. Auch für Leute, die auf YouTube damit anfangen wollen, sehen schnelle Resultate. Das heißt, wenn ihr nächstes Mal ein Video sehen solltet, in dem irgendeiner wieder versucht, allgemeine Sachen über Verdienstmöglichkeiten auf YouTube zu erzählen, die sowieso schon alle kennen, dann denkt daran, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die höchst profitabel sind, aber vielleicht nicht jeder kennt. Damit bin ich raus, abonniert den Kanal für mehr und besucht vor allen Dingen die Webseite linkvertise.net, wenn ihr mehr über die Monetarisierung von Links wissen wollt. Und damit bin ich raus, bis zum nächsten Video.